So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe nämlich vor 10 Millionen Jahren irgendwie in einem Paket irgendwelche komischen Getränke gehabt. Jetzt habe ich gedacht, für ein einzelnes lohnt sich das nicht. Jetzt habe ich mal wieder drei Sachen gesammelt. Wollen wir heute mal testen und zwar haben wir hier einmal, wir können es euch erstmal so zeigen, das, das und das, nee, das, Spaß, das ist ja immer, was macht der denn schon wieder da? Du sollst doch nicht immer, ich hab, nein, der drängelt sich jedes Mal mit ins Video rein und es ist so warm. Wir haben jetzt auf jeden Fall drei komische Getränke, eins komischer wie das andere, eine K.A. Cola, ein Ginger Bier, kein Ginger Breadman, aber ein Ginger Bier und ein Tango. Ach, das sieht doch alles kacke aus. Das hier ist wahrscheinlich das Interessanteste für mich. A Taste of the Caribbean, ja? Die Karrenbohne, wer kennt sie nicht? K.A. Sparkling Caribbean Cola mit K. Karibische Cola mit K. Sparkling Cola Flavor Softdrink with Sugar and Sweetness. Das ist wenigstens mal nicht Zero, das heißt, das könnte sogar noch was schmecken. Wollen wir das direkt aufmachen? Ich weiß es nicht. Wenn das das Interessanteste ist, hebe ich mir das, glaube ich, auf. Wir haben nämlich hier auch noch Tango, aber sugarfree, also geschmacksfrei. Könnte man es auch übersetzen. Strawberry Watermelon, also Erdbeere und Wassermelone, auch Softdrink Carbonated. Das lassen wir mal jetzt hier zur Seite weg und fangen einfach an mit dem Old Jamaica Ginger Beer Light, made with authentic root ginger from Jamaica. Das ist also Ginger Beer, aber lasst euch nicht täuschen, Ginger Beer hat nichts mit Bier zu tun. Das ist auch ein carbonated low-calorien Ginger Beer Flavor Soft Drink mit Süßungsmitteln. Klingt also schon komplett schrecklich. Schmeckt auch komisch, hat kein Alkohol, ist kein Bier, ist mit Süßstoff, soll gesund sein. Also es soll nicht gesund sein, aber nicht ganz so heftig schädlich wie Zuckergetränke. Also Old Jamaica Ginger Beer Light. Das Light macht nämlich alles kaputt. Brrr. Obwohl ich sagen muss, viele Leute trinken ja gerne Ginger Ale. Und meine Mutter zum Beispiel, wenn wir irgendwo essen waren früher, vor Coronis, ne? Vor Coronis! Also vor Corona, was machst du da? Bevor es Corona gab und man noch essen gehen konnte, hat die eigentlich immer überall Ginger Ale getrunken. Schmeckt so ähnlich, aber auch irgendwie anders, denn ich merke ein richtiges Brennen im Hals, ein unangenehmes, säuerliches, scharfes Brennen, was beim Ginger Ale meistens nicht so ist. Ginger Ale ist immer noch ein bisschen lieblich. Das ist okay, aber ihr merkt schon, dieses Süßungsmittel und dieser fehlende Zucker, dass das so eine komische Kombination ist, zusätzlich mit diesem Scharfen, also nee, muss man jetzt nicht nochmal kaufen. Geht Finger weg vom Gingerbier. Ich frage mich eh, welche Leute Gingerbier trinken. Denken die immer, ah, Bier, geil. Das ist doch wirklich nur für extrem Schmerzperverse, die sich sowas reinziehen. Jetzt Tango mit Erdbeer, Wassermelone, aber leider auch sugarfree und damit auch geschmacksfrei. Riecht aber nach süßen Erdbeeren. Ja, geht eigentlich total klar, schmeckt wirklich, wie wenn ihr euch einen Beutel Erdbeeren kauft, den in eine Schüssel packt, den dann abwascht, die Erdbeeren woanders reintut und in dem abgewaschenen Wasser noch ein bisschen Süße vom Erdbeersaft drin ist, also nicht zu aufdringlich, nicht zu süß, kann man auf jeden Fall trinken, ist jetzt auch gut gekühlt, ich habe die extra in den Gefrierschrank gepackt vorher. Aber irgendwie so auf Dauer ist das trotzdem alles irgendwie zu künstlich oder zu chemisch oder zu sonst was. Dann trinkt lieber richtigen Erdbeersaft, Erdbeerwasser oder was auch immer. Karibische Cola, K.A. Sparkling Caribbean Cola. Da bin ich jetzt gespannt. Ich hoffe, die schmeckt richtig wie eine saftige Cola.
Obwohl Cola nichts mit Saft zu tun hat. Riecht auf jeden Fall irgendwie nach Kaugummi. Wie so Bubble, blauer Blueberry Bubblegum. Berry, Carry, Bean. Blueberry, Bean, Blueberry. Ich habe keine Ahnung. Hier oben steht 59p. Weiß auch nicht, was das sein soll. 59 Pence, teuer oder was? Okay. Soll eigentlich eine normale Cola sein, aber schmeckt auch total cremig und soft und irgendwie so ein bisschen wie Seife. Extrem schaumig, extrem künstlich. Erfrischend dadurch, dass es kalt ist, aber der Geschmack, da zieht sich wirklich alles zusammen. Keine Ahnung, wie lange das jetzt hier rumgestanden hat. Habe ich nichts verpasst, hätte ich noch weiter stehen lassen. Kennt ihr die auch, schon mal gesehen. K.A. Caribbean Cola. Ich weiß nicht mal mehr, wo das alles überhaupt herkam. Aber wir haben zum Ende natürlich, wie immer, wenn wir was zu trinken testen wollen, eine Dose, 500 Dosen Bier. Die darf nicht fehlen, die werden wir jetzt aufmachen und genüsslich verspeisen. Eigentlich ist mir jetzt so schlecht, dass ich die gar nicht auf Ex trinken kann. Und mach das auch nicht zu Hause nach. Ich bin ausgebildeter Stuntman, deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Das war die einzigste Dose, die nicht gekühlt war. Und das merkt ihr auch sofort. Auch total schaumig, total warm, total bitter, richtig widerlich. 500 Dosen Bier, mein Lieblingsbier. Also wenn ihr das noch nicht getestet habt, holt euch ruhig mal eine Dose. Gibt es ja in verschiedenen Designs, in verschiedenen Sorten. Irgendwann muss ich auch mal den großen 500 Dosen Biertest machen. Mit der schwarzen, mit der roten, mit der blauen, mit der grünen, mit der gelben, mit allem, was das Brett hergibt. Das war's jetzt aber wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi Cook. Ach, Adi, das war zu spät. Einsatz ist weg. Adi Schatz, alles Gute.